Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pascals Tech Check. Heute im Review der Amazon Echo Spot. Wenn ihr also mehr über den Echo Spot erfahren wollt, im Unboxing und wie er sich in der ersten Einrichtung verhält, dann bleibt dran. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. So, willkommen zurück. Heute gibt es das heiß ersehnte Video zum Amazon Echo Spot. Nun, im ersten Teil werde ich den Echo Spot mal auspacken, etwas näher beleuchten und durch ein paar technische Details nennen. Fangen wir also an. Hier ist die Verpackung vom Amazon Echo Spot, ganz schlicht gehalten, so wie immer. Wie auch beim Echo Dot der dritten Generation, welches ich hier schon mal vorgestellt habe. Hier vorne sehen wir nun erstmal ein kurzes Abbild, worauf ein paar typische Funktionen vom Echo Spot erklärt werden. Zum Beispiel hier, Alexa ruft Kate an, weckt mich um 6 Uhr morgens, dann spiel überall Musik oder schalte das Licht an. Diese Funktionen werden komplett vom Echo Spot unterstützt, wobei viele davon natürlich auch vom normalen Echo Dot aus funktionieren. Weshalb der Echo Spot? Ich habe euch ja schon mal in einem vorherigen Video den Amazon Alexa Echo Dot der dritten Generation vorgestellt. Jetzt kommt hier der Echo Spot. Kurzum, ich habe mich für den Echo Spot entschieden, da dieser ein Display hat, eine Kamera und somit weitere Möglichkeiten der Kommunikation und Anzeige bietet. Beim Amazon Echo Dot hat mich etwas gestört, dass nur Sprachbefehle entgegengenommen werden konnten, welche zum Teil auch nicht direkt reagieren. Besonders beim Musikhören, wenn man mal kurz auf Pause klicken möchte, ist dies etwas schwierig. Hier kann man direkt per Touchscreen die Musik pausieren, was ich sehr praktisch finde. Des Weiteren kann man hier direkt mit anderen Menschen einen Videochat aufbauen und somit ist dieser Echo Spot für knapp 100 Euro, jetzt war er im Angebot, meiner Meinung nach doch ein sehr gutes Zwischending zwischen dem großen Echo Show und dem Echo Dot. Nun kommen wir mal wieder zum Unboxing. Was haben wir hier drin? So, schauen wir uns mal die Verpackung von außen an. Die ist sehr schlicht gehalten in diesem klassischen Blau. Wir haben hier auf der Seite, können wir sehen, was alles unterstützt. Spotify, ZDF, Osram. Dann gibt es noch die Tagesschau, die Deutsche Bahn, Chefkoch.de. All diese Skills werden problemlos unterstützt und werden dann auch direkt grafisch angezeigt. Also nicht wie beim Echo Dot, einfach per Sprachbefehl ausgegeben. Nein, hier werden auch dann Bilder angezeigt, was ich besonders beim Chefkoch oder bei anderen Apps sehr praktisch finde. Hier sehen wir jetzt nochmal die genauen Details, die Tagesschau. Dann sehen wir hier nochmal, wie Musik abgespielt wird. Oder hier kann man beispielsweise auch Kameras anschließen, was auch sehr geschickt ist. In dem Fall hier fürs Babyzimmer, dass man hier einfach dann so ein Babyfon mit Kamera ansteckt und es somit komplett in die Alexa-Welt integriert. Da haben wir hier hinten noch ein paar Texte drauf. Stylisch kompaktes Echo mit Bildschirm. Rund in ihrer Stimme entwickelt. Musik in allen Räumen hören, Sprachsteuerung für Smart Home, Hands-Free, Sprach- und Videoanrufe tätigen. Ja, der Großteil ist bekannt vom Echo Dot, da muss ich jetzt nichts weiter erklären. Wir gehen hier nochmal rum, was alles unterstützt. Also wir haben hier den Alexa Voice Service, damit arbeitet ja auch der Amazon Echo Spot und der Echo Dot und alle weiteren Echo-Geräte. Wir haben hier eine Bluetooth-Unterstützung, falls ihr jetzt mal den Echo Spot eine Stereoanlage anschließen wollt, weil der Sound nicht so sonderlich gut ist. Wir haben hier ein integriertes WLAN, somit wird er problemlos ins Heimnetz integriert. Und wer jetzt nicht über Bluetooth die Musik streamen möchte, der klickt einfach seinen Klinkenstecker hier rein. Wir haben hier nämlich einen Audioausgang. Drehen wir nochmal um. Wie gesagt, hier stimmt alles. Die Seiten hatten wir auch schon. Kommen wir nun zum Auspacken. Wir haben hier ein Siegel, da stehen noch ein paar Sachen drauf, wie die Gerätenummer. Das ist aber nicht weiter wichtig. Hier oben haben wir noch so dezent das Amazon-Logo. Und das war es auch schon.
Nun packen wir den Amazon Echo Spot mal in Ruhe aus. Dazu schieben wir einfach hier die Verpackung hoch und sehen dann, dass er in so einem Gehäuse untergebracht ist. Das können wir ganz einfach aufklappen. Und dann kommt auch schon der Echo Spot uns entgegen. Da schaut er raus. Wir haben oben noch so, hier so eine Schutzfolie drüber. Ich hole ihn jetzt mal raus. Da können wir uns mal ganz nah anschauen. Wir haben hier, wie gesagt, ein 2,5 Zoll großes Touchscreen-Display. Oben ist die Kamera drin für Videoanrufe. Dann haben wir hier auf der Oberseite auch 4 Fernfeldmikrofone. Somit weiß der Echo Spot immer genau, aus welcher Richtung die Stimme kommt und kann diese besser analysieren. Dann haben wir hier einmal diese Mute-Taste. Wenn man die klickt, wie beim Echo dort auch, dann erscheint hier ein roter Kringel. Das zeige ich euch nachher mal. Und der Echo Spot nimmt dann nichts mehr auf, beziehungsweise reagiert nicht mehr auf eure Befehle. Also wenn ihr mal davon Ruhe haben wollt. Da haben wir hier eine Plus-Taste, um die Musiklautstärke oder um die generelle Lautstärke des Geräts lauter zu stellen und hier wiederum leiser. Hinten haben wir ein dezentes Amazon-Logo drauf, was nicht weiter auffällt. Dann haben wir hier noch hier die Strombuchse und dann hier den Klinkenanschluss, wenn ihr Musik direkt per Kabel auf eure Stereoanlage streamen wollt. Hier drehen wir nochmal so hin. Dann sehen wir jetzt hier eine schöne Gummierung. Damit bleibt er auch standhaft auf den jeweiligen Möbelstücken und rutscht nicht hin und her. Auf der Unterseite haben wir da noch die Lautsprecherausgänge. So kommuniziert euer Echo Spot. Jetzt haben wir hier nochmal, die Schutzfolie bekommen. Ganz langsam runter. Und wir sehen ihn jetzt nun hier in voller Pracht. Wenn wir jetzt ganz genau hinschauen, sehen wir hier noch einen Helligkeitssensor neben der Webcam. Damit kann man den Echo Spot dazu einstellen oder dazu verleiten, dass er auch die Helligkeit des Displays dem Umgebungslicht anpasst. Dazu aber mehr nachher in dem nächsten Video. So, wir stellen ihn jetzt mal hier hin. Wie wir sehen können, ist er sehr robust. Er hat einen leichten Winkel nach oben und kann somit schön bequem abgelesen werden. So, nun geht's weiter. Wir haben jetzt hier drin nochmal das Netzteil. Nehmen wir es mal raus. Das scheint genau das identische Netzteil wie auch beim Echo Dot der dritten Generation zu sein. Es ist schön abgerundet, erinnert mich irgendwie an ein Apple-Netzteil. Und haben hier ein schönes langes Anschlusskabel von rund 1,5 Meter. Somit kann der Echo Spot auch überall hingestellt werden. Hier oben sehen wir nochmal 15 Watt. 15 Watt Netzteil ist also mehr als ausreichend. So, was haben wir hier noch drin? Packen wir es mal aus. Hier sind noch ein paar kleine Broschüren drin. Gehen wir mal die kurz der Reihe nach durch. Echo Spot. Die ersten Schritte. Hier wird dann nochmal ganz genau erklärt, welche Funktionen die alle haben. Ich habe euch das ja schon mal erklärt. Da wird auch nochmal die einzelnen Funktionen, wenn es gekennzeichnet. Dann wird hier nochmal beschrieben, dass man die Alexa-App doch herunterladen sollte, um den vollen Funktionsumfang zu betreiben. Hier nochmal schrittweise erklärt, also erstmal Strom anschließen, dann den Echo Spot einrichten und das war's auch schon. Kurz und knackig, das gefällt mir, kein unnötiges Blabla. Haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Contents, Englisch, Deutsch, Anweisungen, Garantie, ja, das kann man sich durchlesen. Denk mal, das interessiert jetzt euch weniger, was da alles drin steht. Da haben wir so eine schöne Karte, fragen Sie Alexa. Da sind dann noch ein paar
ja, Themen drauf, wie man was ansteuert, wie es noch besser funktioniert mit Prime. So ein bisschen Eigenwerbung von Amazon. Alexa Skills, Anrufe, Nachrichten tätigen, Spracheinkäufe, dann hier noch Audible, was auch sehr sinnvoll ist im also in Verbindung mit dem Echo Spot und mit der ganzen Echo Familie. Und ja, nette Broschüre, kann man sich durchlesen, hat mich jetzt aber weniger interessiert. So, ich habe jetzt das Netzteil mal eingesteckt und schließe den Echo Spot mal an. Dann sehen wir, was passiert. Ich drehe nochmal hier um. Hier hinten sehen wir die Buchse für die Stromversorgung. Und schon geht's los. Wir sehen nun ein dezentes Amazon-Logo und können jetzt gleich mitverfolgen, wie er jetzt startet. Es wird ein schönes Echo-Logo eingeblendet, ein Schriftzug animiert. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Es dauert kurz einen Moment noch, der braucht etwas. Hallo, bereit für die Einrichtung. Wie wir sehen können, ist auch schon auf Deutsch eingestellt. Hier wird es dann nochmal genau angezeigt. Hier können wir dann auch schön hoch und runter scrollen. Der unterstützt jetzt viele Sprachen schon, das gefällt mir super. Deutsch ist ja eingestellt. So. Jetzt müssen wir uns mit dem WLAN verbinden. Wir sehen hier ein paar WLAN-Netzwerke. In meinem Fall wäre es jetzt hier mein WLAN-Netzwerk. Es wird hier eine kleine Tastatur angezeigt, wie auf einem Android-Smartphone. Da geben wir jetzt das Passwort ein. Und da das jetzt hier im Klartext angezeigt wird, damit man es auch besser verifizieren kann, ob es stimmt auf dieser kleinen Tastatur, werde ich jetzt hier mal kurz auf Pause klicken und wir sehen uns, nachdem ich das WLAN-Passwort eingestellt habe. So, die Verbindung ist nun hergestellt. Jetzt fragt er uns im nächsten Schritt, dass wir uns mit unserem Amazon-Konto anmelden. Das machen wir jetzt auch mal kurz. Dazu werde ich jetzt auch mal wieder die Kamera kurz auf Pause schalten, damit ihr das nicht sehen könnt. Und wir sehen uns nach der nächsten Einrichtung. So, es geht weiter. Wir haben jetzt unser Amazon-Konto eingestellt. Nun will er hier nochmal bestätigt haben, dass es auch wirklich das Konto ist. Da sagt er uns willkommen, Pascal. Dann gibt es noch ein paar Nutzerbedingungen. Wenn ich jetzt hier auf Ja klicke, das bin ich, dann akzeptiere ich diese. Dann klicken wir mal Ja. Dann dauert es einen Moment. Jetzt müssen wir die Zeitzone einstellen. Gehen wir mal hier auf Weiter. Geben Sie diesem Gerät einen Namen, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen oder Drop-ins zu machen. Den lassen wir jetzt mal hier stehen. Pascals Echo Spot, das passt soweit. Ich habe ja schon Echo Dot, von dem her ist es okay. Gehen wir hier auf Weiter. So, jetzt suchen wir natürlich hier, wie es bei allen Geräten der Fall ist, nach der ersten Einrichtung erstmal nach Updates. Da schauen wir mal, was passiert, ob er jetzt fündig wird. So, jetzt hat er hier ein Update gefunden. Es steht dran, es kann bis zu 10 Minuten dauern. Da machen wir jetzt einfach mal auf jetzt aktualisieren. Und während das Update installiert wird, wird das Gerät ein paar Mal neu gestartet. So, ich lasse jetzt mal durchlaufen im Schnelldurchlauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sodele, der Echo Spot hat jetzt nun seine aktuellsten Updates installiert. Die Zeitangabe von rund 10 Minuten war ungefähr korrekt. Und nun können wir weiter starten und schauen mal, was passiert. Jetzt hat er hier ein herzlich willkommen beim Echo Spot, zeigt er uns an. Und auf diesem Play-Button wird jetzt ein kleiner Film abgespielt, der uns nochmal die kompletten Funktionen des Echo-Spots bereitstellen möchte. Wenn ihr diesen Film nicht anschauen wollt, könnt ihr in diesem Video auch die Sequenz überspringen. Das dauert rund 2 Minuten. Aber der Film ist meiner Ansicht nach sehr nützlich
und spiegelt auch die kurzen Funktionen des Echo Spot wieder. Ich drücke jetzt mal auf Play. Wir stellen Amazon Echo Spot vor. Ein stylisches, kompaktes Echo-Gerät mit einem Bildschirm, das Sie überall verwenden können. Zum Beispiel auf Ihrem Schreib- oder Nachttisch. Alexa hilft Ihnen, mehr per Sprachbefehl zu erledigen. Alexa, was steht heute auf meinem Kalender? Heute gibt es 2 Termine. Um 8 Uhr mit Oma telefonieren und um 16 Uhr Daniels Fußballspiel. Nutzen Sie die Möglichkeit, andere Räume anzurufen, um zu schauen, was Ihre Familie gerade macht. Alexa, drop in der Küche. Sie können auch Personen auf unterstützten Echo-Geräten oder der Alexa-App anrufen oder ihnen Nachrichten senden. Alexa, sende Thomas eine Nachricht. Wie lautet die Nachricht? Das wird unserem Abendessen heute klappen, oder? Nachricht wird gesendet. Bereit für Musik? Fragen Sie einfach nach einem Song, Künstler oder Genre von Ihrem Lieblingsmusikdienst. Und mit Multiroom-Musik können Sie Ihre Lieblingslieder auf den unterstützten Echo-Geräten in verschiedenen Räumen wiedergeben. Alexa, spiel Sia auf dem Schlafzimmer Echo. Songs von Sia werden auf dem Schlafzimmer Echo abgespielt. Sie können Ihr Smart Home mit Hilfe Ihrer Alexa-App automatisieren. Erstellen Sie, nachdem Sie Ihre kompatiblen Geräte eingerichtet haben, einfach eine Routine, mit der Sie mehrere Dinge mit Hilfe eines einzelnen Sprachbefehls machen können. Sagen Sie zum Beispiel, Alexa, gute Nacht, um die Haustür abzuschließen und das Licht im Erdgeschoss auszuschalten. Stellen Sie dann einen Wecker für den nächsten Morgen. Alexa, stelle einen Wecker für morgen um 7 Uhr morgens. Wecker gestellt für morgen früh um 7 Uhr. Mit einer wachsenden Auswahl an Zifferblättern und tausenden von Skills lernt Alexa ständig dazu. Entdecken Sie Skills in der Alexa-App oder fragen Sie, Alexa, empfiehl mir ein paar Skills. Um eine Liste mit Dingen zum Ausprobieren zu erhalten, fragen Sie einfach, Alexa, was kann ich fragen? Und wenn Sie zur Startseite zurückkehren möchten, sagen Sie einfach, Alexa, zurück zur Startseite. Viel Spaß mit Ihrem neuen Echo Spot. So, das Video ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt wieder zurück. Jetzt will ich hier noch, dass wir Prime aktivieren. Monatsgebühr 7,99 Euro. Das machen wir jetzt nicht. Wir klicken jetzt hier mal auf Nein. Nun sind wir bald fertig. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ich bin jetzt bereit. Frag mich etwas. Super, also wir haben jetzt den Echo Dot soweit eingestellt. Wie wir sehen können, zeigt uns auch schon mal jetzt die korrekten Daten an, wo wir uns gerade befinden. Die Uhrzeit. Dann gibt es hier noch ein paar nützliche Tipps. Wir können hier auch mal kurz die Funktionen angucken. Und ja, das war's zum Echo Spot, zum ersten Teil des Unboxing und dann die eigentliche erste Einrichtung und eine kurze Vorstellung. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über die kompletten Funktionalitäten des Echo Spot, dann schaut euch unbedingt das nächste Video an, den Teil 2. Dort werde ich nochmal ausführlich auf sämtliche Funktionen eingehen und euch nochmal ein paar nähere Details, technische Details nennen und euch mal zeigen, wie sich der Echo Spot so im Alltag bewährt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gibt und es liked, meinen Kanal abonniert und für weitere Fragen könnt ihr mir gerne in die Kommentare euer Feedback schreiben. Wenn ihr jetzt auch noch Interesse an den Echo Spot habt, ich habe euch den unten als Affiliate-Link verlinkt. Dort könnt ihr ihn direkt bei Amazon kaufen. So, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, falls ihr schon einen Echo Spot habt oder jetzt einen kauft. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bleibt dran, viel Spaß!